Schon Jarvis. Ben Foster mit der Glanzparade. Ja. Verzieh dich. Mann. Du Vengeance. So, Maxi, bin wieder da. Sorry dafür, dass es etwas länger Schön. gedauert hat. So. Also, siehst du, wie viele Zuschauer wir gerade haben? Ja, kann ich mal gucken. 8. Von wie vielen Abonnenten? Das weiß ich nicht. Sogar. Das ist sogar so ganz gut. Ja. Kann man sie. Na, wenn. Ihr könnt ja hier mal so Twitch so teilen. Damit wir so mehr kriegen. Damit wir uns bereichern können. An euch. Geld, geil. Nein, das ist Quatsch. Ja, Geld, geil, wie das. Ja, klar, Mann. Erstmal Werbung schalten. Erstmal ein bisschen tricksen. Zack. Nein, kein Abstoß. Komm, Santo. Sehr gut. Alter. Nein. Boah, Boah schön, what the fuck. Goldscheid. Okay, den hast du. Gut. Hüntler. Mein Gutes. Sehr schön. Alter. Hüntler. Sehr gut. Empfiehlst Nein. du Hüntler? Hä? Es geht, so, also. Er ist langsam, ne? Ja, der ist nicht. Also der Salah war wesentlich schneller. Nein, das müsste eigentlich nicht sein, weil Salah hat, glaube ich. Also er kam mir schneller vor, zumindest. Beziehungsweise. Ja, okay, das kann sein. Ja, weil Hüntler. Also der hat zwar richtig hohen Schusswert und so, und ich habe dann auch noch hier Habicht-Chimmy-Style drauf. Das heißt so mehr Kopfball und so. Boah, ich denke mal, ich werde mir nachher oder später Mandzukic kaufen. Ja, Mandzukic ist natürlich auch geil. Nein. Da hat die Abseitsfalle mal versagt. Aber wer mir richtig gut gefällt, ist der Kruse. Also der... Der macht richtig gut Tore so. Mach Torwart, Werner. Weil der kann gut schießen und gut köpfen. Und wenn ich dann hinterher noch auf einen Chemie-Style auf den Dorf packe. Lol. Panik. Tor. Und der Soleil, auf dem habe ich Dead Eye drauf. Und also habe ich immer eine Option für den Hüntler. Kann ich immer einwechseln. Das ist ganz cool. Schon im Mittelfeld. Aber. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ich bin endlich mal dem fucking Signal Iduna Park losgeworden. Also letztes Jahr wärst du denn auf alle Fälle losgeworden, weil der selten war. Ja, dieses... Wow, lol, ich hab gerade einen neuen Trick herausgefunden. Ich weiß nicht wie. Welchen? Trickpass? Nee. Ich weiß gar nicht. Ich glaube. Warte mal, ich guck mal kurz nach, wie ich den gemacht habe. Wollte ich ja sowieso mal machen. Einstellung, Spezialbewegungen. Ja, ein Sternbewegung, bla bla bla. Zwei Sternbewegungen, langweilig. Drei Sternbewegungen, kenne ich auch schon. Roulette und so. Flint. Wow. Oh, Flint habe ich noch nicht ausprobiert. Ah doch, Flint habe ich, mache ich andauernd, stimmt. Flinte? Ja, Flinte. Oder meinst du Finte?
Mit L oder ohne L? Nein, ich nenne das immer Flinte. Ach so. So, Sculptor. Ja, nee, ich hab keinen Bock auf so viele Tastenkombinationen. Halten LT X. Nein! Ach man, jetzt hab ich. Okay, das war richtig dämlich. So, nochmal zurück. Da. Monunga. What? G. Okay, das ist zu kompliziert. Lassen wir das. Sonst verliere ich den Ball, wenn ich das mache. Die einfachen Tricks reichen erstmal. Immer wenn ich so online führe, dann jongliere ich meistens den Ball oder so einfach mal. Letztens habe ich das bei einem gemacht, der hat mich an eiskalt von hinten umgegrätscht. Erstmal gelb kassiert. Mach Carol. Nein. Das kann. Nein! Aber. Och, scheiße. Das war der Ausgleich. Ich wollte gerade sagen, der Leno, der hat richtig geile Reflexe. Ja, das ist der Flachschuss aus dem Lehrbuch der Deutschen Sporthochschule in Köln. Wen hast du eigentlich als Torwart bei deiner Barclays? Ulreich. Ach, bei meiner Barclays Ben Foster, aber der überzeugt nicht. What? Nein! Born, ich hasse es. Spielst du jetzt online oder offline? Nein, offline. Ich hasse es, wenn ich im Angriff bin und sich dann der Spieler, der am Ball ist, zerrt. Das ist so asozial. Ach komm schon, der Carol überzeugt mich gerade nicht an die Carol. Mist. Klasse Zuspiel. Ein grenzwertiger Zweikampf, eine Blutgrätsche. Und Martin Hanek. Werner. Och mal. Nee. Tschech. Jute. Komm, fast, Serge. Ach komm schon, ihr müsst ihr doch ein Tor noch machen. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Die 500 Münzen kann ich gebrauchen. Die ich dann kriege. Ich kriege eben immer so ein 200er Boost, weil ich mir das da in dem Dingens geholt habe. EA. Das FC's Podkatalog oder das Nano-Katalog. Also, ich kriege immer. Hä? Wie meinst du? Ja, man kann sich im Katalog da irgendwie Münzen kaufen, dass man so und so viele Spieler hat, so und so viele Münzen extra kriegt, egal ob man die jetzt verliert. Und ich habe mir davon ein paar geholt, nur leider fängt er mit den 200ern an und nicht mit den 2500ern. Ich krieg auch, wenn ich verliere, kriege ich immer noch irgendwie so 300 Münzen oder so, ich weiß jetzt nicht. Ja, aber ich krieg auch 200 auf alle Fälle. Muss ich mir mal angucken, das ist ja voll krass. Oh oh. Kriegst du 10 Spiele und 1000 Münzen. Okay, 1-1 Pause. Ich würf 4-0. Ich spiele gerade gegen, weiß ich nicht, glaub. Keine Ahnung, ob Weltklasse oder nicht. Ist auch egal. Ich muss jetzt. Nein! Ich wollte eigentlich jetzt hier mein. Erst muss ich noch ein Tor schießen, dann wechsle ich aus. Damit ich hier. Komm schon, Kruse! Der Ball fliegt ins Tor aus. Klare Sache. Abstoß. Komm. Komm schon, Andy King. Heute habe ich auch in der Saison erstmal ein Spiel 10-0 gewonnen. Was? Heute habe ich auch in der Saison erstmal ein Spiel 10-0 gewonnen. Ey, jetzt pfeift der Ochse mitten im Angriff für mich ab. Ja, das macht niemand. Das regt mich voll auf. Oh, du Gussmann. Oh nein! Was passiert? Ah! Mein Laptop meldet sich ab! Von alleine! Nein! Boah! Windows-Updates werden konfiguriert. Ja, danke. Lappen! Gut
mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Ich hab's nur so aus dem Augenwinkel gesehen. Ja, da macht sich die Intensität der Partie bemerkbar. Er wirkt erschöpft. Komm, hünde das durch. Jetzt könnte es gefährlich werden. Achtung! Das gibt es nicht. Da war ordentlich was dahinter. Und der Torwart. Boah, hätte ich mal gelupft, ey. Also, wer macht hier den Treffer? Gegen solche Torhüter keiner. Unglaublich. Nach dem Spiel beende ich auch die Aufnahme und dann gibt es nur noch auf Twitch. Das heißt, wenn ihr das jetzt seht, auf Twitch gibt es immer ein bisschen länger, als ich hier noch aufnehme. Achtung! Na, das war doch kein Abseits. Laber doch keinen Scheiß. Zu früh gestartet. Abseits. Ja, der Trainer bringt nochmal einen frischen Spieler. Jetzt kommen die wieder mit ihren Superfreistößen. Dann kann ich mir schon einen neuen Rechtsverteidiger kaufen. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen, der Gegner hat den Ball schon wieder. So. Ach komm. Ist doch alles doof. So. Mein Gott, ist das fahrlässig, an dieser Stelle den Ball zu verlieren. Was sollte denn das jetzt wohl, Schad? Peter attackiert. Ja, da hat er auf Freistoß entschieden. Sofort, ohne zu überlegen. Ja, knapp drüber. Die irgendwie hier ein Verteidiger. Boah, Alter, das wäre mein erstes Unentschieden. Ich hatte noch nie einen Unentschieden. Ich auch nicht. Ich habe irgendwie 22 Siege und 7 Niederlagen oder so. Ich habe 16 Siege, 0 Unentschieden, 4 Niederlagen. Ja, ich davon eine Niederlage richtiger und den Rest habe ich geragequittet. Ich habe auch schon zweimal geragequittet. Boah, ich kaufe mir jetzt den Raphael. Den Raphael, dann sag mir mal hinterher, ob der gut ist. Ja, da kommt was auf uns zu. Aber den rechts. Oh nein, das ist der falsche Raphael. Ach so, okay. Und welcher Raphael ist das jetzt? Okay, du. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welchen Raphael du meinst. Ich meine den Raphael. Den Raphael meine ich. Raphael von Manchester United. Achso, okay. Dann ist okay. Ja, genau. Hart. Für dein Barclays-Team. Baue ich mir auch mal. Ja, wenn mein Bundesliga-Team komplett ist, dann baue ich mir auch eins auf. Ach, machen. Ja. Wow. Nein! Wow! Boah, Junge, der Leno, der hält alles. Und jetzt ist er daneben gesprungen, aber also ich habe ja noch eine Abwehr. Truppe hier definitiv im Spiel. Das ist eine Torhüterleistung, die man ganz, ganz selten. 39 Minuten. Ich habe beim Leno im Moment Wall drauf, aber eigentlich will ich noch, dass der hier noch. Will ich, dass der noch mehr. Ja, es sieht fast so aus, als läuft er hier Dings ein weiß bisschen schon auf dem Zahnfleisch. Nein. Reaktionsvermögen hat. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Boah, Alter, ich muss jetzt hier mal ein paar Auswechslungen vornehmen. Gleich muss ich erstmal. Ja, ich muss gleich erstmal ein paar Fitnesskarten drauf kloppen. Ich habe ja den Jensen drin. Da kommt jetzt einfach mal. Ich spiele jetzt einfach mal noch offensiver, da kommt jetzt ein Stürmer rein. Zentral offensiv. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es. Ach komm, jetzt schieß den Ball ins Aus, du kannst doch eh nichts. Und die Abwehr aufmerksam. Hau rein! Wow! Das war aus Versehen. Das. Ja, jetzt gibt noch Gelb, ja. Achso, okay. Ne, Verwarnung. Der wäre eh ausgewechselt worden jetzt. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Es kommen gleich zwei neue Akteure in die Begegnung. Warte mal, habe ich zweimal gewechselt? Dann wechsle ich jetzt auch nochmal direkt meinen Abwehrspieler hier aus, den Ginter. Weil der ist auch gerade ein wenig kaputt. Einfach mal mit Rechtsverteidiger. Achso, ne, der passt sogar. Ballbesitz ist wichtig, du kannst aber auch 0-3 verlieren. Ja, und bei der Ballbesitzstatistik erkennen wir keinen Vorteil für irgendeine Mannschaft. Ohne Kampf kein Ball, gut gemacht. Wow, jetzt habe ich schon wieder einen neuen Trick herausgefunden. Ich weiß aber auch nicht, wie ich den gemacht habe. Hünteler. Und so. Achtung, sehr gut, da habe ich einen Schnapper gemacht. Suche Vorzug. Ja! Wie kann man denn von da daneben schießen? Wer war denn das? Alter, der Arango hat so eine optimale Flanke gemacht und dann. Egal.
hier doch noch der Siegtreffer. Und vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung erfolgreich. Wer war das überhaupt? Ich weiß nicht, wer das war. Ach so, ich weiß, wer doch. Ich weiß, wer es war. Mein Billig-Auswechselspieler. Ich muss den auch noch ersetzen durch hier. Wenn ich Draxler bin, hätte ich ja noch einen, den ich da dann einwechseln könnte. Beziehungsweise der in der Startelf war. Die kann überboten. Wer? Ja, da sollten Sie den Ball. Die kann gut überboten. Zum Krüppel. Da ist ein Spieler am Boden, könnte sein. Nicht schon wieder ein Alter, ihr wollt mich doch echt verarschen. Jetzt hat sich schon wieder ein Spieler gezerrt. Zwei in einem Spiel. Ja. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus. Jetzt ist er einfach mal wieder mitgerannt. Sieht der müde aus. Ist doch gut. Ja. Sieht der müde aus. Ja, ich weiß. Ich muss jetzt erstmal Fitnesskarten draufkloppen. Gute Flanke. Gute tolle Parade des Torhüters und souverän festgehalten den Ball. Dieses Spiel. Wenige Minuten noch zu absolvieren und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Na, ach man, das gibt's echt nicht. Sehr schön. Ja. Achtung! Nein! Ach man, Ecke, okay. Ecke. Ist richtig zufrieden. Und glücklich. Läuft alles rund. Ja. Oh, nein. Boah, Junge, das war so ein schöner Kopfball. So, jetzt aber. Komm, Hanik, letzte Aber Frage. Wen ich dir auch empfehlen kann für den Sturm noch, ist ja, der Dingens. Ich hör zu. Der Diouf. Ja, ich weiß. Schieß, schon. Nein, nein, nein. Mann. Spielen wir danach? Ja, können wir machen. Danach hole ich mir die Verteidigung und dann können wir spielen, ja. Okay. Muss ich aber erst noch Fitnesskarten wieder draufkloppen. So. Aus. Das war kein Traumergebnis, aber ein Unentschieden im ersten Spiel der Saison. Ein Unentschieden im ersten Spiel der Saison, ja. Genau, das kann man toppen. Ja, ja. So, liebe Zuschauer, mein Name ist Manni Borgmann. Ich darf mich dann verabschieden. Ja, Manni Borgmann, verabschiede dich, Manni Borgmann. Auf Wiedersehen, Reisende soll man nicht aufhalten. Ja, dann nehme ich eben noch... ach komm, ich verabschiede mich jetzt von der Aufnahme. Also, wenn ihr nächstes Mal mehr sehen wollt, dann guckt einfach auf Twitch. Wenn ihr mehr sehen wollt, so von wie wir spielen oder so. Und ja, ich werde mir jetzt nämlich noch was. Ich habe einen. Nein, jetzt ist mein Draxler abgelaufen. Ach du Scheiße, ey. Egal. Dann. Ne, der Jansen ist nur abgelaufen. Fuck. Okay, der ist für 6. Ja, okay, der ist für 6400 weggegangen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, ciao, ciao. Hey Leute und willkommen zu einem kleinen Pack-Opening, weil ich wieder mein wöchentliches Pack bekommen habe wegen der Vorbesteller-Bonus-Zeugs, ne? Und ja, ein Promo-Set ist das. Und das öffnen wir jetzt einfach mal und sind gespannt, was wir da drin haben. Schon. Boah, es ist so ein Scheiß einfach nur. Ja, der kann ja mal gar nichts. Erstmal in den Verein. Das war mein Handy. Dr. Pan. Ne, D-Pan. Plus 10 Tempo, Junge. In den Verein. Jetzt haben wir so einen alten Chinesen. Nein, die Verbrauchsobjekte. Ne, muss ich jetzt gar nicht. Erstmal im Verbrauchsobjekt. Verträge kann ich immer gut gebrauchen. Das ist ganz praktisch. Wow, und da ist auch noch gut Fitness. Und ein Chemie... Oh, ja, Basic, ey. Wozu brauche ich denn den Chemie-Set Basic? Ein Teamtraining. Plus 30, 40, was. Ja, Basic brauche ich nicht. Den kann ich direkt... Zack. Startpreis. 250 Sofortkaufpreis. 1100 senden. So. Ja, und die können wir
auch erstmal gefallen tun. Und ja, das war's dann auch schon. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Hey Leute und willkommen zur nächsten kleinen Aufnahme von FIFA 14. Und ich wollte noch mal kurz ein kleines Pack-Opening dranhängen, denn ich habe zwei neue Sets. Und zwar einmal ein Promo-Geschenkset Silber. Mindestens ein Spieler ist da dran, also nicht das optimalste Set, aber YOLO. Oh ja, Lefken. Ein richtig mega Set. So, den erstmal direkt auf Transfermarkt anbieten. Für 250 Startpreis. Und Sofortkaufpreis machen wir einfach mal. Machen wir Preisvergleich erstmal. Okay, wir müssen auf 150 gehen. Ja. Und Sofortkaufpreis machen wir 500. Wäre auch sonst ein wenig zu teuer. So. Gut, Spielerverträge erstmal in Verbrauchsgewicht speichern. Torwarttraining erstmal in Verbrauchsgewicht speichern. Sehr gut, da haben wir schon mal ein paar gute Sachen bekommen. Und jetzt haben wir ja auch noch ein Promo-Set. Das wird sicherlich besser sein. Der Vorbesteller-Bonus ist das ja. Kriege ich jetzt noch 23 oder 24 mehr. Fletcher. Super. Werbis erstmal hier auf Transfermarkt anbieten. Preisvergleich. 150. Na. Und Sofortkaufpreis 500. So, Fletcher. Preisvergleich. Machen wir mal billiger als die anderen 200 und Sofortkaufpreis 500. So. Ja. Nein! Ich bin so dumm, jetzt muss ich das gleich machen. Oh, nice, 3 Goldverträge, Junge. Weil bei 3 meiner Spieler in der Startelf läuft gerade der Vertrag aus. Und hier finde ich auch noch 3 Fitness. Nice. Und noch eine seltene Heilung. Plus 4 auf alle Verletzungen. Und eine Managerliga, Football League 1. Das speichern wir erstmal in Verbrauchsobjekte. Wer weiß, wofür man das noch braucht. Und das Wappen. Auf Transfermarkt anbieten, Preisvergleich 450, okay, machen wir 150 raus. Ne, machen wir 200 raus. 200 ist ein guter Preis für so ein Wappen. Sofortkaufpreis machen wir 550 einfach. Okay. Ja, sehr gut. Das war's auch schon von dem Pack Opening. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst eine positive Bewertung da. Und ja, sonst ciao, ciao.